Freunde, in dem heutigen Video gibt es was richtig Cooles zu sehen. Und zwar habt ihr euch einen Skin-Contest gewünscht. Und das Ganze machen wir einfach mal heute hier in Brookhaven. Das heißt, Freunde, wie wird das Ganze ablaufen? Ganz einfach. Und zwar werdet ihr mir und Emily eure Skins präsentieren und wir werden dann gemeinsam die ganzen Skins bewerten. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was ihr so für Skins habt. Ob die cool sind oder ob die langweilig sind, das werden wir heute mal sehen. Und vergesst auf gar keinen Fall, das Video zu liken, damit ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Okay, Emily, bist du bereit für den Skin-Contest? Die ganzen Models sind auf jeden Fall bereit, dort hinten im Modelraum. Und wir werden gleich mal sehen, welche Models uns so heute überraschen werden mit ihren neuen coolen Skins. Oh yeah, ich bin so gespannt auf die ganzen Skins. Ich auf jeden Fall auch und ich glaube, das seid ihr auch, Freunde. Und Freunde, nicht vergessen, wir müssen jetzt alle zusammen die Skins bewerten. Das heißt, ihr müsst in den Kommentaren immer reinschreiben, was ihr dem Skin für eine Punktzahl gebt. Also bewerten tut man von 1 bis 10. 1 ist das Schlechteste und 10 ist das Beste. Und ich würde einfach mal sagen, das erste Model darf sein Skin präsentieren. Und da haben wir den ersten. Moment mal. Das bin doch ich. Der hat einfach meinen Skin, ey. Oh Mann. Aber Emily, da geht die Bewertung eigentlich ganz schnell. Und zwar, ich gebe dem Skin eine 10 von 10. Ich gebe dem Skin eine 11 von 10. Oh, sehr gut. Na gut, ich würde aber sagen, wir bitten das nächste Model einmal rauszugehen. Und jetzt kommen auf jeden Fall noch ganz, ganz viele verschiedene Skins. Und da ist auch schon das nächste Model. Und guck dir mal seinen Skin an. Der Skin sieht auf jeden Fall richtig abgefahren aus. Das sieht aus wie so ein Galaxy-Skin von Fortnite. Der sieht echt mega cool aus. Oh, ich muss sagen, ich finde den auch wirklich mega cool. Ich glaube, ich gebe ihm eine 8 von 10. Eine 8 von 10 also? Na gut, ich glaube, ich schließe mich dir an. Ja, der Skin ist echt richtig cool. Ich gebe dem Ganzen sogar eine 8,5 von 10. Und da haben wir unser nächstes Model. Na los, lauf einmal zu uns. Und das ist also dein Skin. Also ich muss sagen, der sieht ja schon echt fresh aus. Und let's go, noch ein Rückwärtssalto. Also die Klamotten und die Accessoires und die Haare. Ja, das gefällt mir eigentlich alles. Ich gebe ihm eine gute 7 von 10. Also ich glaube, ich gebe diesmal eine 7,5. Na gut. Und Freunde, nicht vergessen, ihr müsst in den Kommentaren immer mitbewerten, was ihr den ganzen Skins gibt. Und hier haben wir unser nächstes Model. Diesmal ist es ein Mädchen. Ich muss auch sagen, sie ist wirklich groß. Und oh, was hat die da auf dem Kopf? Ein Pilzhut. Und Moment mal, das auf dem T-Shirt, das ist doch von dem Anime Demon Slayer, das ist Nezuko. Let's go. Und Leute, wenn ihr auf ihrem T-Shirt seht, das kleine Mädchen auf dem T-Shirt hat so einen Bambus im Mund und die hat einfach auch einen Bambus im Mund. Also für diese Kreativität bekommt sie von mir auf jeden Fall 9 von 10 Punkten. Oh, für Nezuko gibt's auf jeden Fall 9,5 Punkte. Ich mag es auf jeden Fall, wenn ihr so kreativ seid und noch eure eigenen Ideen in eure Skins reinbringt. Deswegen, Leute, wir warten jetzt mal, was das nächste Model so zu bieten hat. Und das hier ist also unser nächstes Model. Und Moment mal, irgendwie erinnert mich dieser Skin an Squid Game. Moment mal, das ist doch der Squid Game Soldat. Also ich finde den Skin eigentlich schon ganz cool. Ja, ich gebe dem Skin auch eine 7 von 10. Weil ich Squid Game so gern habe, gebe ich ihm eine 8 von 10. Und unser nächstes Model. Moment mal, die ist ein bisschen schüchtern, glaube ich. Na los, komm schon. Und da kommt sie auch schon. Moment mal, das ist die Gislinchen. Die hat auf jeden Fall ein sehr gruseliges Gesicht, muss ich sagen. Und Moment mal,
Was ist das auf ihrem Kopf, ey? Da sind einfach Süßigkeiten auf ihrem Kopf. Oh Mann, da will ich auf jeden Fall etwas dran knabbern. Aber Freunde, ich muss ja natürlich auch noch ehrlich sein. Also ich gebe dem Skin eine 7 von 10, weil ich finde, das Oberteil passt nicht ganz genau zu der Hose. Was findest du, Emily? Das ist ein bisschen schwieriger. Also das Essen ist auf jeden Fall super. Sie sieht auch wirklich gruselig aus. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr außergewöhnlich. Ich glaube, ich gebe auch eine 7 von 10. Und da ist auch schon unser nächstes Model. Moment mal, wie cool sieht der denn aus? Das ist einfach ein Lami-Samurai-Ritter. Der sieht ja richtig abgefahren aus. Alter, und die Emotes. Oh, Emily, ich glaube, da muss ich gar nicht so lange überlegen. Der Skin ist richtig gut gemacht. Die Klamotten passen, die Emotes sind cool. Und ja, das ist halt einfach ein Lami-Ritter. Deswegen gibt es von mir auf jeden Fall eine 10 von 10. Da brauche ich auch wirklich nicht lang zu überlegen. Das ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Und unser nächstes Model erscheint. Und Alter, der sieht auch richtig fresh aus. Und die Emotes sind auf jeden Fall auch am Start. Das ist hier der A-Ray TV. Und ich gebe dem ganzen Skin auf jeden Fall eine 9 von 10. Und wenn ich genau hingucke, Freunde, der hat genau dieselben Haare wie ich, nur in braun. Das könnte irgendwie mein verlorener Bruder sein. Und Moment mal, hat der eine Kuh auf dem Kopf? Der hat eine Kuh auf dem Kopf. Also, ich muss wirklich sagen, das Outfit und die Haare sind wirklich mega cool. Und die Kuh auf seinem Kopf ist auch so süß. Ich gebe den Ganzen eine 8,5. Und hier haben wir... Oh Mann, der ist gestolpert. Unser nächstes Model. Und Moment mal. Das ist ja auch einer von meinen Zwillingsbrüdern. Let's go. Aber irgendwie ist er ein bisschen größer als ich. Hallo, bist du mein großer Bruder? Und sag mal, wer hat dir diese Flasche gegen den Kopf gehauen? Hat das nicht wehgetan? Wie auch immer, Freunde, ich gebe dem Skin natürlich wieder eine 10 von 10. Ich kann nur meine Lami-Fans, die meinen Skin haben, auch nur eine 10 von 10 geben. Ist ja klar. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen nur eine 9 von 10. Der Skin ist cool, aber der ist mir ein bisschen zu lang gezogen. Okay, und Leute, das war auf jeden Fall unser Skin-Contest. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, welcher Skin hat eurer Meinung den ersten Platz gewonnen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, dass ihr mal dabei seid in einem neuen Skin-Contest, wo wir zum Beispiel mal die lustigsten Skins vorstellen oder auch die hässlichsten Skins in ganz Roblox, dann kommentiert das einfach mal in die Kommentare, dass ihr einen zweiten Teil sehen wollt. Mir hat das Ganze auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und falls ihr das nächste Mal auch dabei sein wollt bei unserem Model Skin Contest, dann schreibt noch dazu euren Roblox-Namen in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, in meine Roblox-Gruppe beizutreten, denn da bekommt ihr dann den Link zum Server. Und Freunde, jetzt gibt es noch eine kleine Baby-Party. Let's go! Oh Mann, ein Skin-Contest als Baby wäre, glaube ich, auch ganz lustig. Naja, Freunde, ihr könnt ja mal eure Idee, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Aber, Freunde, ich würde erstmal sagen, das war's mit diesem coolen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und nochmal danke an alle, die heute dabei waren und ihre Skins vorgestellt haben. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall noch links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auf jeden Fall auch noch mega, mega cool geworden. Also, Freunde, checkt sie ab, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao. Tschüss, Freunde.